richtet sich auf zu den Höhen. Das sind Momente, die unvergesslich sind. Die Weltjugendtage sind wirklich und wahrhaftig Weltjugendtage. Seit 1986 sind Länder auf der ganzen Welt Gastgeber für Millionen junger Menschen, die zeigen, was ihnen ihr Glaube bedeutet und denen kein Weg zu weit ist, um mit ihrem Papst zusammen zu feiern und zu beten. Wir sehen die Bilder aus Australien, aus Europa und zuletzt 2013 aus Südamerika, aus Rio de Janeiro. Überall waren auch Jugendliche aus unserem Bistum mit dabei. Was sie vor Ort zusammen mit den Millionen anderen Gläubigen erlebt haben, wird sie wahrscheinlich ihr Leben lang begleiten. In diesen Tagen besonders zu erwähnen, noch nie gab es Zwischenfälle, die einen Schatten über das Treffen hätten werfen können. Die Besucher der Weltjugendtage hatten nur eines im Sinn, ihren Glauben. In diesem Jahr werden sich wieder Millionen junger Menschen auf den Weg machen. Sie werden sich vom 26. bis 31. Juli in Krakau versammeln. Krakau ist in besonderer Weise mit Johannes Paul II. Verbunden. Er ist ganz in der Nähe in Wadowice geboren. Vielleicht wird dieser Weltjugendtag also in besonderer Weise sein diesjähriges Motto erlebbar machen. Es ist das Motto des Weltjugendtages: Selig die Barmherzigen, im Jahr der Barmherzigkeit den Jugendlichen diese Barmherzigkeit Gottes nahezulegen. Darum geht's. Und wenn man zum Weltjugendtag fährt, da kann man der Barmherzigkeit Gottes ins Gesicht schauen, wenn man diese vielen jungen Leute sieht. Hunderttausende gehen da zum Beichten. Es gab nie größere Zwischenfälle auf Weltjugendtagen und man merkt, die sind mit so einer großen Freude und einem Enthusiasmus auf solchen Weltjugendtagen dabei, wo man etwas von dieser Barmherzigkeit Gottes spürt, dass dieses Jahr auch vermitteln will. Die Organisation des Weltjugendtages läuft bereits auf Hochtouren. Kurze Filme sind produziert, die schon jetzt Lust machen, in Krakau mit dabei zu sein. Hier ein Ausschnitt. Wir sehen, wie Papst Franziskus Jugendliche auf seinem Weg nach Krakau mitnimmt. In einem anderen Film zeigt sich die Stadt Krakau von ihren schönsten Seiten. Eine geschichtsträchtige, alte Stadt, die reich ist an schönen Plätzen, Häusern und Kirchen. Für junge Gläubige aus unserem Bistum ist Krakau gut zu erreichen. Der Besuch des Weltjugendtages wird wohl nicht an den hohen Reisekosten scheitern müssen. Wir waren in Rio ungefähr 50 Leute, mit dem Bistum werden einige fahren, viele Jugendgemeinschaften fahren und viele Pfarreien fahren auch selber mit Bussen rüber, weil das ja gar kein Problem ist, kurz rüber, die Wege sind kurz und dort dann mit Hunderttausenden, mit Millionen diese wichtigen Tage feiern. Und es gibt noch einen Frühbucherrabatt. Wer mit dem Bistum nach Krakau fahren möchte, spart 50 Euro bei einer Anmeldung bis zum 16. Februar. Genaue und ausführliche Informationen gibt es auf www.wjt-augsburg.de. Wir von Katholisch 1 TV werden natürlich auch im Juli in Krakau sein und ausführlich über den Weltjugendtag berichten. Und wir sind sicher, dass die Eindrücke genauso intensiv sein werden, wie wir das schon in Sydney, Madrid und Rio de Janeiro erleben durften. Denn sie werden erbarmen finden.